Also wir haben vor der Saison gesagt, wir haben diese Saison zwei Ziele. Wir würden gerne Erster werden, schwer genug. Und wir würden gerne wieder den Landespokal gewinnen. Das wissen wir aber auch, wie schwierig das ist. Wie oft scheiden höherklassige Mannschaften auf? Es geht am Wochenende in ein, wie die Leute sagen, leichtes Spiel für Energie Cottbus. Und ich kann mir schon vorstellen, was der Trainer sagen wird, was die alle haben. Auch das Ding muss erstmal gewonnen werden, um in dieses Halbfinale einzuziehen. Das könnte ich jetzt sagen, aber da die Frage ja dann auch schon so ist, dass ich das jetzt auch nicht so beantworten muss, dennoch liegt es ja auf der Hand. Nur wer gewissenhaft ist, hat auch die Möglichkeit, eine Runde weiterzukommen. Also wir haben den Gegner beobachtet. Auch das gehört zu einer guten Vorbereitung. Das Ziel ist bekannt. Wir wollen den Landespokal gewinnen und dafür brauchen wir das Optimum. Also da werden wir auch keine Experimente machen. Das, was für uns an Samstag bestmöglich ist, die werden dann auflaufen und hoffentlich eine Runde weiterkommen. Aber wir haben nichts zu unterschätzen, sondern wir haben weiterhin demütig zu bleiben. Da kann man schon den Blick voraus wagen, wenn man mit dem Selbstvertrauen rangeht. Man wird und hoffentlich ja ins Halbfinale einziehen. Und ich glaube auch der Ortsnachbar aus Krischow hat ein ähnliches Los erwischt, sodass man ein doch ganz, ganz interessantes Halbfinale erwartet. Denkt man da jetzt schon so ein bisschen dran? Nee, Werderaner, SV, eine Runde weiterkommen und dann gucken wir, wenn wir dann eine Runde weiter sind, wer der nächste Gegner ist. Wenn es die eine Mannschaft ist, dann bereiten wir uns auf die vor. Wenn es die andere Mannschaft ist, bereiten wir die auf uns, die andere Mannschaft vor. Es macht keinen Sinn, schon weiter zu gucken, wer dann im Halbfinale, Finale und hinter gucken wir in den höheren rein, weil wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben. Also wir haben vor der Saison gesagt, wir haben diese Saison zwei Ziele. Wir würden gerne Erster werden, schwer genug, und wir würden gerne wieder den Landespokal gewinnen. Das wissen wir aber auch, wie schwierig das ist. Wie oft scheiden höherklassige Mannschaften auf oder die Favoriten, weil sie dann an dem Spieltag vielleicht das eine oder andere unterschätzen oder das eine oder andere nicht auf die Platte bringen. Bisher haben wir das mit mir in der Verantwortung immer geschafft, diesen Landespokal zu gewinnen, und ich möchte, dass es auch so bleibt.